Das Teambuilding. Die Definition des Begriffes Team. Laut dem Webster Dictionary ist ein Team eine Gruppe von Menschen, die zusammenarbeiten. Es gibt andere ähnliche Definitionen, wie zum Beispiel eine Gruppe, die gebildet wurde, um zusammenzuarbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Eine Gruppe von Individuen mit sich ergänzenden Fähigkeiten, die zusammenarbeiten, teilen und sich gegenseitig helfen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Gemeinsam erreicht man mehr. Ein Team ermöglicht es, gewöhnlichen Menschen außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen. In anderen Worten, ein Team ermöglicht es, jedem Einzelnen über seine Grenzen hinaus zu wachsen. Die Vorteile von Teamwork. Die Vorteile von Teamwork können wie folgt zusammengefasst werden. Erfolgreiche Teams erreichen oft eine erhöhte Produktivität, erhöhte Qualität durch gemeinsame Maßnahmen, erhöhte Effektivität, erhöhte Kreativität. Teammitglieder können Ideen haben, auf die sie alleine nie gekommen wären. Erhöhte Zufriedenheit und weniger Stress. Teamwork führt zu einer besseren Moral und Motivation, einer besseren Problemdiagnose, einer besseren Problemlösung. Teams können dabei helfen, Probleme auf neue Art und Weise anzugehen. Besseren Entscheidungen durch gemeinsame Anstrengungen. Weitere Vorteile können sein: geteilte Arbeitsbelastung und Verantwortung, Vielzahl von Ideen, Vielzahl an Talent, Wissen und Kompetenzen. Die Prinzipien von Teamwork sind: erstens die Leitung. Der Leiter ist verantwortlich für das Team und hat die Autorität. Zweitens einstimmige Fokussierung auf ein gemeinsames Ziel. Jedes Teammitglied muss sich dem Ziel verpflichten. Teamziele stehen über persönlichen Zielen. Drittens, klar definierte Rollen. Jedes Teammitglied muss seine Verantwortlichkeiten kennen und dementsprechend handeln. Viertens, geteilte Ressourcen. Alle materiellen und immateriellen Ressourcen müssen geteilt werden. Ideen sind wertvolle Ressourcen, die geteilt werden sollten. Fünftens, effektive und regelmäßige Kommunikation. Alle Teammitglieder müssen immer auf dem aktuellsten Stand sein. Sechstens, einheitliches, gemeinsames und enthusiastisches Streben. Eine maximale Teameffizienz kann nur erreicht werden durch maximale individuelle Anstrengungen. Teammitglieder müssen sich gegenseitig unterstützen und individuelle Unterschiede und Verantwortlichkeiten anerkennen. Zeitweise Unterordnung des eigenen Egos. Alle Teammitglieder müssen ihr persönliches Ego unterordnen, wenn es nötig ist, um den Erfolg des Teams zu unterstützen. Das Teambuilding. Der Weg des Teams weg von einer Gruppe von Einzelgängern hin zu einem vereinten Team mit einem gemeinsamen Ziel. Teambuilding braucht Zeit. Es folgt üblicherweise bestimmten Schritten. Die Phasen des Teambuilding. Wenn das Team zusammenwächst, lernen die Mitglieder miteinander auszukommen und mit dem Druck, dem sie sich gegenübersehen, umzugehen. Als Ergebnis durchläuft das Team die üblichen Schritte: Forming, Storming, Norming und Performing. Forming ist die erste Phase des Teambuilding. Diese Phase beinhaltet, sich mit dem Team und der Aufgabe vertraut zu machen, Probleme und Strategien zu definieren, Ziele zu setzen, klare Richtungen vorzugeben, die individuellen Rollen zu bestimmen, Normen, Vertrauen und Kommunikation aufzubauen.
Die zweite Phase beim Teambuilding ist Storming. In dieser Phase versuchen die Teammitglieder, Differenzen und Missverständnisse aus der Welt zu schaffen, Probleme und Ziele klar zu benennen, Kernfragen zu klären, Aufgaben zu definieren, über Rollen und Verantwortlichkeiten zu diskutieren, soziale Kompetenzen zu erörtern, Konflikte zu überwinden und Widerstände zu beseitigen. Die dritte Phase ist Norming. Diese Phase erfordert von den Teammitgliedern, eng zusammenzuarbeiten, Rollen zu verteilen und Beziehungen aufzubauen, einen Konsens zu suchen, grundlegende Regeln festzulegen, ein unterstützendes Umfeld zu schaffen, die Teamregeln und Prozeduren und ihre Rolle im Team zu akzeptieren, bei der Problemlösung zusammenzuarbeiten, Teamgeist zu entwickeln, Feedback zu geben und zu erhalten. Die letzte Phase des Teambuildings ist Performing. Teams, die diese Stufe erklommen haben, erreichen Ergebnisse. In dieser Phase fokussieren sich die Teammitglieder auf die Aufgabe und arbeiten produktiv. Arbeiten die Teammitglieder zusammen? Treffen die Teammitglieder Entscheidungen? Lösen die Teammitglieder Probleme? Verstehen sie die Stärken und Schwächen der anderen? Sind sie in der Lage, Konflikte zu vermeiden und Meinungsverschiedenheiten in der Gruppe zu lösen? Entwickeln Sie eine Verbundenheit zum Team. Adjourning. Man kann beim Teambuilding-Prozess noch eine weitere Phase hinzufügen. Adjourning. Beim Adjourning wird die Aufgabe fertiggestellt und die Gruppe aufgelöst. Teambuilding-Strategien. Um ein effektives Team aufzubauen, muss man bei der Auswahl der Teammitglieder selektieren, Wissen, Fähigkeiten, Stärken und Schwächen der einzelnen Personen gut kennen, genügend Mitglieder für das Team auswählen, die Erwartungen, Rollen und Verantwortlichkeiten klar definieren, positives Verhalten stärken, unangemessenes Verhalten klar benennen, zweckmäßig, beständig und vorhersehbar interagieren, Coaching und Teambuilding integrieren, Unterstützung geben und die Gruppeninteraktionen fördern. Eigenschaften eines erfolgreichen Teams. Der Zeitraum, in dem sich ein Team zusammenfindet, bis es als Einheit arbeitet, ist oft eine Phase des Stresses und des Chaos. In dieser Phase muss jedes Teammitglied die folgenden Eigenschaften zeigen. Bereitschaft. Bereit sein, zusammenzuarbeiten. Geduld. Ruhig und überlegt handeln und keine voreiligen Schlüsse ziehen. Gute Kommunikation. Offen über Probleme und Gefühle sprechen. Vertrauen. Engagement. Flexibilität. Unvoreingenommen sein. Unterschiedliche Ideen und Veränderungen akzeptieren. Unterstützung, Teilnahme, Innovation und Motivation. Fazit. Wir können diesen Bereich mit einem Zitat von Henry Ford abschließen. Zusammenkommen ist ein Beginn. Zusammenbleiben ist ein Fortschritt. Zusammenarbeiten ist ein Erfolg. Quellenangaben. Für weitere Informationen zum Teambuilding können diese Quellen herangezogen werden.